Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic Snet mit Baloo und Katze. Nein. Mau, 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 mau. War das nicht eher mau, 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 ja. Mau, 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 sehr schön. Mau, mau. Kann ich das wieder als Intro benutzen, mau, als Intro-Musik? Mau, mau, mau. Ja, wenn du willst. Aber nur, wenn du die Katzen als Dinos malst. Ja. Guck mal, die haben hier Sachen von mir kaputt machen wollen. Wer, was, wo? Niemand wollte da. Niemand hat was kaputt gemacht. Niemand wollte eine Mauer bauen. Wo denn? Okay. Guck mal, Katze, wo bist du? Komm mal her zu mir. Die Witch Farm wollten sie auch noch verändern? Jetzt komm doch, wo bist besser du überhaupt? Machen. Anstatt, besser machen. Ja, besser machen. Und deswegen haben sie jetzt angefangen, den Redstone, anstatt, also einen der Hauptdrops, lieber da rauszugeben. Als der Hauptdrop ist leider nicht, oder ist doch, das. Der ist nicht der Hauptdrop. Außerdem war das nur, weil du keinen für den Experience gemacht hast. Guck mal, sind. Ja, okay, es ist mehr. Das Problem war, die Kiste war voller Spider-Eis und Sticks. Und deswegen habe ich da die rausgenommen. Und dann habe ich den ganzen Redstone genommen und dann hat er lieber die XP-Drops anstelle die Redstones eingesammelt. Das tut mir sehr leid. Ja. So war's. Ist zufrieden sonst. Aber laufen tut's, ja. Ja, du musst dir nur was mit der Hütte ausdenken. Ich finde die Hüte gut. Ich habe einen Hut. Baloo hat einen Hut. Guck, wir sind Hexen. Guck uns an. Wo bist du? Ich muss mich doch zu dir stellen. Hinten bei der Witch Farm. Warte, ihr seid Hexen, ich bin Katze. Bleib hier, bleib nein, hier, bleib hier, bleib hier, nein. Komm her, bleib hier. Katze, wir haben zusammen Katze. Lachen geübt. Komm her, wir haben getrainiert. Hier hin und nicht weiter. Komm her. So, hier warte. Eine rote Linie. Okay, jetzt. Nicht hauen. Das war gerade eben die Inquisition. Oh. Und wir haben einen neuen Freund hier hinten. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen ja. hast. Sie heißt Bertha. Sie gehört jetzt zum Team. Miri hat einen. Was? Eine das, Bertha. Das ist Bertha. Ich würde dir empfehlen, nicht sie zu schlagen. Sie ist nämlich ein Compressed Husk. Miri hatte irgendwie Langeweile, als du gegangen bist. Ich habe ihr eine Blume gepflanzt. Sie ist nett, sie hasst nur das mich. Das ist Bertha. Die tut dir nichts, die tut nur Miri was. Guck mal. Hallo Bertha. Na, wie geht's? Na, bist du ein Lieber? Sie hasst nur mich, keine Sorge. Sie schlägt niemand außer mir. Wenn ihr uns beide ziemlich jetzt schmerzen wollte, dann würde sie einfach wegrennen. Ja. Sobald sie out of range ist, greift das Viech uns nämlich an. Ja, oh Bertha ist ein süßer Bertha. Hallo Bertha. Bertha hasst mich, weil ich sie eingesperrt habe. Komm her, Katze, ich zeig dir mal, was ich gemacht habe. Komm her, Katze. Moment, Katze. Ich muss ganz kurz was essen. Immer geht's nur ums Essen bei dir. Ja, klar, was glaubst du, wie ich mein Gewicht halte? Oh nein, ich habe die Hühner freigelassen. Ja, bei mir ist es gerade ungewohnt, dass die Basecam wieder aus ist. Oh. Ich fühle mich eigentlich voll beobachtet, aber gleichzeitig gerade auch so gar nicht mehr so. Also, so, Blauli. Also hier hatte ich die Sepplinge verballert, weil ich hatte Strom gebraucht. Hinterher habe ich jetzt Holz reingeschmissen. Also, dann habe ich jetzt hier gemacht, dass die ganzen Sachen aus dem Compressed Hammerer, weil ich da habe, Sand in Dust verwandeln lassen. Hier in die Kiste. Diese Kiste verwandelt jetzt zurzeit Gravel hier drüber in Sand. Und der Sand wird durch den Autocompressor in Compressed Sachen verwandelt. Und wenn ich noch das haben will, dann nehme ich mir hier so einen Compressed Sand und pack den hinten in den Compressor. Zum Fick noch eins, ist das Bedrock, aber es ist kein Bedrock. Das sieht so aus, ne? Ja. Das habe ich aber auch schon gedacht. Aber jetzt habe ich aber wirklich 1:1 die Textur. Ja. Nein, die kriegen wir nicht mehr weg, ne? Doch, kriegen wir. Ja, es ist ja kein Bedrock. Das ist ein Trollrock. Lustig, wenn man sich aus ein paar Blitz so Bedrock basteln könnte. Ja, Alter. Übel. Lass mal die ganzen Leute Bedrock trollen. Haben. So, und dann kann ich halt dieses Kompresszeug kannst du da hinten in den Sieb reinpacken, ne? So, und dann kannst du immer das sieben oder so. Und hier, wenn du hier rüber kommst, hier ist jetzt so, dass das hier in den Kompressor daneben geht. Und wenn der verwandelt das dann in die normalen Sachen, die compressed sind. Cool, wa? Also hast du ein bisschen was getan, das ja. ist gut. War nicht allzu viel, aber ein bisschen. Bisschen automatisiert, sieht noch nicht schön aus, ist bestimmt auch nicht praktisch, wie ich das gelöst habe. Aber für den Anfang. Aber es ist auf jeden Fall schon mal mehr Lösung als es davor. Wer automatisiert. Außerdem habe ich den Laser gebaut. Komm mal her. Du hast ihn gebaut?
Ja, und ich habe auch schon noch die weitere Entwicklung gebaut. Da fehlt nur noch ein bisschen die was. Weitere Entwicklung. Lasermon. Cool, ne? Damit kann man Sachen verwandeln. Ja, ja, ich weiß. Deswegen, den meinte ich eigentlich. Sonst hätte ich den jetzt gebaut. Ich hab den gebaut. Ich hab den gebaut. Hallo, nett sein. Aha, ja, nee. Ich habe auch das andere Teil gebaut, und zwar den Empowerer. Aber man hat mir gesagt, ich brauche zu dem Empowerer noch 4 Stands. Die muss ich jetzt noch bauen. Mhm. Ich kenne diese Mod gar nicht. Ich habe noch nie damit gearbeitet. Ich weiß nicht, was sie macht, wofür sie da ist. Die ist cool. Aber es ist interessant. Was habe ich denn davon? Also das, was du gerade machen möchtest. Ich muss jetzt noch 4 Display-Stands bauen, hat man mir gesagt. Mhm. 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 Okay. Dafür brauche ich nämlich noch jede Menge Redstone. Deswegen habe ich das Ganze da hinten automatisiert, weil ich jede Menge Redstone brauche. Jede Menge Redstone. Ja, ich brauche wirklich viel. Ich brauche wirklich viel Redstone. Jetzt ist das Redstone gebzzt. Gebzzt. Ja, aus Redstone, wenn man das bzzzt, wird anderes Redstone. Das ist das Coole da dran. Was wird das dann? Greenstone? Nein, das wird ein Kristall. Es wird ein Redstone-Kristall. Miri, dafür möchte ich die Erlaubnis haben, Miri zu mobben. Nein. Okay, heute in der Folge darfst du gerne Miri mobben. Aber Greenstone. Ich fand das witzig. Ja. Ha. Du bist die Einzige, die lacht, ne? Merkst du? Ja, merkst du, oder? Merkst du was, ne? Heute wird Miri gemobbt, ha? Okay. Ja, kannst ruhig weinen. Fies, ich lass Bertha auf euch los. Ich dachte, der Wein ist down. Oh, wow. Fand den gut. Ja. Okay, dann nicht. Wie kriegten wir Quarz aus Soulstone 7. Scheiße. Eisele, Herr Eisele. Wo haben wir, haben wir dafür auch ein Autosief oder haben wir da nur nicht ein Autosief für? Ein Nicht-Autosief. Da haben wir keins für. Wie machst du da denn das immer? Das können wir mal kaufen. Baust du das? Ich will nicht jede Stunde lang das Zeug sieben. Ich brauche nämlich ziemlich viel davon. Oh, ich könnte jetzt schon heulen. Wie bald fertig? Schon fertig? Das dauert ja nur 100 Jahre. Hört sich begeistert an. Macht Spaß. Hört sich irgendwie Down-Syndrom-technisch an. Das macht auch keinen Spaß, das ist scheiße. Das ist blöde Arbeit, will ich nicht. Ja, die blöde Arbeit will ich nicht. Ich nehme andere blöde Arbeit. Ja, ich will schöne Arbeit. Schöne blöde Arbeit. Guck mal, Blauli. Ich bin nicht Blauli. Guck mal hier. Wo? Ist er jetzt Blauli? Ja, da ist Strom. Hier vorne ist Strom. Kannst du mal anschließen. Ich weiß zwar nicht, wie lange der Strom da noch reicht, aber im Moment ist da noch Strom. der braucht ein normales Mesh. Das Problem ist, deine Geothermal-Scheiße, da reicht nicht mehr für diese ganzen Sachen, die wir da hingestellt haben. Könntest du da was machen? Nicht Geothermal. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich bald mal machen. Kannst du mir da bitte was Besseres hinbauen? Dankeschön. Also das Ding reicht kannst halt einfach nicht mehr. Kannst du mir was Besseres da hinbauen? Mach das mal. Tschüss. Ja, du bist für irgendwas bist du ja auch da. Also das müssen wir noch automatisieren hier. Chest. Weißt du, du machst halt immer nur so komische Mobfarmen da hinten und wir gucken immer in die Röhre und denken immer, oh, Katze könnte auch mal was tun. Nein, ich mach scheiß Mobfarmen. Ich bin Katze. Wir haben gar keinen Sand. Mäh, mäh. Find kein Blatt. Mäh, mäh. Mähdrescher. So, extract, always active, always look on the brightest side of life. Sehr gut, sehr gut. So muss das klingen. Sehr gut. Warum funktioniert das hier schon wieder nicht? Ach, weil nichts drin ist. Hat keiner gesehen. Weiß keiner. Das war traurig. Weiß keiner, hat keiner gesehen. Was keiner gesehen hat, weiß auch keiner. Schneller, immer schneller, los. Sieb, 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 sieb. Das ist ein Siebwettbewerb. Schneller, 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 schneller. Diese Logik. Hä? Der Table läuft über. What the hell? Wer läuft über? Ich verbrenne. Was? Was los? Ich hab den Cast einfach wieder. Du lagst. Nein. Vor allen Dingen. Ich lagge. Ja, du hast gerade. Ja. So ungefähr, oder, Miri? Ja. Ja, so hat sich das angehört. Ja. Ich denke mir das doch nicht aus.
So, hier sieht man jetzt, wie der Kompressor arbeitet. Der macht das richtig geil. Ich finde das richtig cool. Ding, 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 ding. Wir machen hier ding, ding, ding. Wie kann ich denn einen Ingame-Cast hier haben, wenn der da drin liegt? Na, wen? Cast nennt man doch das die Crew beim Film, oder nicht? Oder beim Musical oder so. Dass man diese Gussform auch Cast nennt, ne, finde ich schon ein bisschen traurig. Oh. Dass das gleich heißt einfach. Ja. Hast du was gegen Carsten? Deine Suppe läuft wieder nicht, merkst du, ne? Oh, jetzt habe ich vergessen. Wegen einer Legierung, die davor stattgefunden hat, richtig. Er hängt wieder in der Uhr, muss wieder leer abbauen und neu bauen. Ich hatte es vernünftig zum Laufen gekriegt. Und dann kommt Katze. Und dann? Ja, ist alles wieder kaputt. Oh. Ja, aber schon bewusst, dass es gar nicht kaputt ist. Du? Ja, nee. Bist du dir nicht bewusst? Ja gut, das zeigt ja natürlich deine Kompetenz in der Situation. Ich denke, du bist böse. Nein, ich bin Katze. Ja, das ist böse. Ah. So, extract always active. Nein, insert. Meine Fackel wird eingezogen von der Vakuum-Chest. Ich muss sie retten. So. Das geht jetzt ein bisschen besser und ein bisschen schneller. Wo ist denn unsere Vakuum-Chest, die hier stand? Die musste ich wegräumen, weil das mit diesem Laser-Dingsbums nicht mehr zusammengearbeitet hat. Oh, hinten auf meine Wiese. Genau. Weil sie da auch hingehört. Ja, aber ich konnte sie nicht da lassen. Bertha findet sie nicht gut. Deine blöde Bertha mag oder nicht mag, ist mir eigentlich vollkommen scheißegal. Ich mag dich nicht und Bertha auch nicht. Du magst Bertha nicht, ja, da kann ich auch nichts für. Nee. Du hast Bertha da hingesetzt, also hast du für sie zu haften. Sie ist da freiwillig reingegangen nach einem stundenlangen Kampf mit mir. Mir hat sie an die angegangen und gesagt, komm, miet. Ich habe mir sogar die Falltüren runtergestellt, dass sie nicht stirbt im Graben. Mir ist einfach ein bisschen geisteskrank. Nein, so nett bin ich zu Bertha. So nett bin ich. Ich bin Miri, ich bin nett zu Zombies. Ja. Ja, ein Herz für Zombies. Ich helfe Zombies über die Straße. Ich bremse auch für Zombies. Ja. Auch Untote haben ein Recht, nicht zu leben. Oh, das war jetzt, okay. 6, 9, 12. Nein, allzu viel gebaut. Dum, dum, dum. Du kommst mit wahrer Größe noch nicht klar. Gleich fängt die Show für dich an. Wow. Mach ein Laser. Cool. Mach ein Laser. Er macht immer. Mach mal ein männliches Geräusch. Hallo, nett sein. Sei doch mal nett. Ich habe ein Bisschen gemacht. Du bist ein Arsch. Ich bin eine Miezekatze. Nein, ein Arsch ist ungefähr das Gleiche. Aber ich muss ja noch mehr Quarz haben. Ich kotze gleich im Strahl. Könnte das jetzt mal hier funktionieren? Schneller! Welcome to Jackass. Gib mal ein bisschen Gummi hier. Ich brauche noch ein bisschen Quark, Quark, Quarks. Quarz, nicht Quarks. Quark, Quark, Quark. Quark, 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 Quark. Das blöde Mesh für die normalen Sachen hält aber auch nicht lange. Wir haben kaum noch Blaze Rods. Ja! Wir brauchen mal wieder Blaze. Wir haben auch vorhin keine Blaze Powder. Auch scheiße. Alles weg. Alles fehlt. Blaze, nichts gut. Ja. Es hat einer in die Kommentare, neben Stream gesagt, du solltest bitte einfach einen Blaze fangen. Einen Blaze fangen und die Blaze dann in deine blöde Mob-Farm packen, wo die Witches ist. Das müsste da jeder machen wir nicht so. Wie nein. Ich habe schon eine alternative Strategie. Ich bin Katze, ich höre nicht auf meine Zuschauer. Nee, würde ich auch nicht, wenn sie einen auf explodierende Kisten schicken. Das war bestimmt nur ein Versehen. Ich glaube nicht, dass das... Wir haben nicht den Strom, um einen weiteren Altar zu betreiben, sonst wäre der Wither-Altar doch an. Ja, du kannst ja noch mehr Geothermal-Kacke dahinsetzen. Was gibt aber gerade nur bedingt weiter. Ich kann auch einfach einen Blaze-Spawner machen. Was? Wie? Magie. Magie? Ja, da. Willst du nicht einen Hexenhut dafür, wenn du Magie machst? Ja, richtig. Möchtest du nicht auch so lachen können wie Miri und ich? Okay. Nein. Wäre das nicht witzig? Doch, das wäre witzig. Dann können wir uns zum Anfang einer Folge immer hinstellen und lachen. Ja, ich fände das cool. Ja. Und Katze so ein Stoffel. Nein. Stoffel. Mir kommt damit kein Ausländisch und jetzt sagt er Stoffel.
Das ist kein ausländisches Wort. Meinst du wirklich? Ich würde es jetzt nicht drauf anlegen, aber... Doch ist es. Was? Ja, aber so dermaßen. Ich hatte Stoffel ist ein Ausländer? Nein! Ich habe das Wort noch nie gehört, bevor ich hierher gekommen bin. Noch nie. Aber Stoffel ist sowas wie ein Griesgram. Ja, richtig, das gibt es Muffkopf. Bei uns nicht. Wir können nur Deutsch. Richtig. Das ist doch, jetzt mal ohne Scheiß. Nein, Stoffel ist doch nicht ein... In meinem ganzen Leben nicht gehört, bevor okay. ich dich kennengelernt habe. Noch nicht Stoffel, einmal. Du bist ein Stoffel. Stoffel. Ich habe es mir ist sogar Wiki drin. Aus dem Zusammenhang habe ich. Umgangssprachlich, abwertend, ungeschickter Mensch. Siehst du umgangssprachlich, aber nur hier oben. Ja, ja, warte. Kam aus dem 16. Jahrhundert. War ein Synonym für Bauer, Pflege, Lümmel, Primitivling. Boah. Weil du Stoffel. Er ist und bleibt ein Stoffel. Warum steht er nicht dabei, aus welchem Bundesland das kommt? Hörbeispiele. Ja, wir wollen unbedingt hören, wo das herkommt. Stoffel, Herkunft. Ja, gut. Produktive Folge. Ja, 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 warte, warte. Das wird's wichtig machen. Stoffel ist ein Familienname. Das wollte ich jetzt nicht wissen. Toller Familienname. Adolf Stoffel. Wow. Gut zu wissen. Wow. Es geht mir plötzlich viel einfach besser, wow. seit ich das weiß. Okay, es steht nirgendwo dabei, wo es herkommt. Wer es erfunden? Nur, dass es aus dem 16. Jahrhundert kommt. Weißt du Bescheid? Ja, wir benutzen halt keine Worte mehr aus dem 16. Jahrhundert, ne? Bei uns sind die halt, Achtung, nicht zeitgemäß. Aber Wellholz, Muggebatscher, das ist natürlich unglaublich zeitgemäß, meine Herren. Ey. Nicht Ich glaube nicht, dass die im 16. Jahrhundert schon Muckenbatscher gesagt haben, ne? Wenn ich ganz ehrlich bin. Glaube auch nicht. Dass sie sowas hatten. Naja, doch, schon. Ich glaube auch nicht, dass die im 16. Jahrhundert mit dem Breitschwert auf Fliegen losgegangen sind. Also die werden schon irgendwas gehabt haben, um Fliegen zu töten. Hände. Nein, ich glaube auch, dass sie mit dem Schwert drauf angegriffen haben. Auf jeden Fall. Das würde ich manchmal auch gern bei den Fliegen. So, Katze, wo darf ich denn den Empowerer hinstellen? Leute, aber ich sehe gerade, dass die Folge... Das ist eine große Multi-Block-Structure. Die Folge ist schon zu Ende. Ja, dann beenden wir sie jetzt. Dann deine Sache. Jetzt die Folge ja, beenden. Dann beende sie leider. Wir können noch mal lachen zum Ende hin. Ja, komm hier zu mir. Ich bin neben dir. Au! Ihr standet beide so gut dafür. Okay, wenn es euch gefallen hat, wie Baloui und ich gelacht haben, dann schaltet... doch morgen wieder ein oder au. Guckt bei Baloui und oder Katze vorbei. Eher bei Baloui, weil der mit mir gelacht hat. Und ansonsten macht es gut und tschüss. Oh, bleib schön feurig. Befreie den Drachen in dir. Kaufe Empire Dragon Merch von Baloui auf elbster.de. Der Link ist unten in der Beschreibung.